Heute im Test das knapp 20 Euro teure Fingerschlagzeug. Kommen wir nun erstmal zum Design. Insgesamt gibt es 5 bedienbare Elemente. 3 Trommeln, ein großer Bass und ein Becken. Alles lässt sich mit einem Finger bedienen. Nachdem man auf der Unterseite die Batterien eingelegt hat, kann man das Gadget auch schon in Betrieb nehmen. Auf der Oberseite findet man verschiedene Knöpfe. Einen zum Einschalten, einen zum freien Spiel, einen für die Demo-Version, zum Aufnehmen und zum Abspielen. Nachdem man das Gadget nun eingeschaltet hat, kann der Spaß auch schon losgehen. Mit einem Druck auf die verschiedenen Bedienelemente spielt das Gadget Musik. Um zu demonstrieren, was es wirklich kann, werde ich nun einmal die Demo-Version starten. Kommen wir nun zum Fazit. Mir persönlich gefällt das kleine Fingerschlagzeug ziemlich gut. Es sieht klasse aus, funktionierte im Test relativ gut, auch wenn es nicht bei allen Tastenanschlägen reagiert. Mit einem Preis von knapp 20 Euro ist es auch nicht gerade billig, aber wer Spaß an solchen kleinen Dingen hat, dem kann ich es nur empfehlen.